Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne eine Bewertung. Ihr wisst es, Support ist kein Mord. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Gut. Ja, dann würde ich jetzt echt sagen, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Lass uns doch wirklich in die schwarze Feste gehen. Und lass uns da mal aufräumen. Mit dem bösen Poss da drinne. Lass uns den erledigen. Und der müsste uns ja, wenn mich nicht alles täuscht, da müsste uns der auch Dämonenblut geben. Und dann würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn wir haben ja die schwarze Feste noch gar nicht gesehen. Was ich aber noch mache, ist, ich wechsle hier mal ein bisschen aus. Wir nehmen die Spiced Oysters mit, die halten sich ganz gut und die halten sich auch noch ganz gut. Nur sicherheitshalber mal. Und dann kann es eigentlich auch schon wieder losgehen, ab in die Ruinen von Xulan. Wir gehen in die schwarze Feste. Wir hauen den Boss einmal um. Und erfreuen uns, ergötzen uns an seinem Tode. Oder so. So, erstmal suchen, wo wir hin müssen wieder. Hier nicht. Hier auch nicht. Immer diese Suche. Ich kann es mir aber auch echt nicht merken. Das ist Dschungel, da wollen wir auch nicht hin, da wollen wir auch nicht hin. Hier wollen wir hin. Genau hier und nirgendwo anders. Ist auch schon wieder ewig her, dass ich da mal drin war. Ich glaube, ich habe den Weg noch so ungefähr im Kopf. Hoffentlich. So, da wären wir. Heka ist natürlich dabei. Ohne Heka geht's nicht. Oh, ist schon wieder ein bisschen kalt hier, ne? Wir uns glatt ein bisschen aufwärmen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, warum die Leute hier so aggressiv sind. Ich habe denen ja nichts getan. Vielleicht habe ich mal versehentlich ein paar getötet. Das könnte sein, aber komm. Schwamm drüber. Das kommt vor. Ich habe Standbild, also ich nicht. Hier ist auch alles normal. Ach, guck mal. Eine Tafel. Das nehmen wir nochmal mit. Ich hoffe, sonst hat niemand Standbild. Ja. Ist eine schöne Stadt. Stadt der Liebe. Ursprünglich. So. Xulan, Stadt der Liebe. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Okay. Winzer hat kein Stammbild, das ist so schön. So. Hinein, hinein in die warme Stube. Ich habe gehört, da drin ist es ein bisschen angenehmer. Oh ja. Genau. Gut. Prima. Dann wollen wir doch mal. Hallo. Hallo. Komm schon, Heka, du schaffst das. Tackle. Tackle-Attacke. Oder irgendwas anderes. So. Ja, den Schlüpflingpanzer nehmen wir mit. Ja, Twitch hasst mich einfach. Das ist normal. Was denn? Bist du müde oder was? Ich glaube, Bombardinia ist müde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich bin hier definitiv falsch. Ja, guck mal.
Hinter Tor 1 verbirgt sich definitiv kein Auto. Es ist ein Untoter. Aber hey, ich wollte ohnehin mal... Ich laufe ja sonst immer den richtigen Weg. Heute mal nicht. Bewusst nicht, ne? Ist ja klar. Ist ja gut, Heka, der ist tot. Also der war schon mal tot. Jetzt ist er nochmal tot. Was ist hier eigentlich? Ach, guck mal. Ah, was interagiert? Ah! Oha, eine Zelle in... Eine Oh, oh. Ach, gut. Ja, Heka macht noch ein bisschen Schattenboxen. Das macht der liebend gerne. Oh, was haben wir hier eigentlich? Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich will mich hier echt ein bisschen umgucken jetzt. So ein bisschen aber nur. Ich mag diesen Dungeon. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich falsch laufe. Aber ich finde dieses Labyrinth hier cool. Und ich meine, wir sind gut gerüstet. Das heißt, wir können es uns leisten, auch ein bisschen länger hier zu bleiben und uns ein bisschen mehr umzuschauen. Außerdem leveln wir hier gut. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Eigentlich droppen die auch ganz gut, ne? Das ist eigentlich... Also eigentlich kann man sich da gar nicht... Ist eigentlich dumm, wenn wir jetzt den... Oder wäre dumm, wenn wir jetzt den normalen Weg hier laufen würden. Denn die lassen tolle Sachen fallen. Sag mal, was hat sie denn heute? Warum gähnt sie denn? So gelangweilt vor allem. Es ist immer noch müde, die Frau. Was ist da los? Ich glaube, sie schläft gleich ein. Ich glaube, sie braucht Koffein. Hör, die ist nur so gelangweilt, weil du so langweilig bist, Bombardin. Klappe. So. Oh, guck mal, Goldust. Ja. Sag mal, was hat die denn? Was ist ihr verdammtes Problem? Bombardinia. Was ist dein verdammtes Problem? Vielleicht macht die Körperhaltung gut. Das könnte natürlich sein. Boah. Es war sogar ein bisschen gefährlich jetzt. Aber nur weil ich nicht aufgepasst habe. Aber cool, das droppt hier echt. Es droppt hier echt ganz nettes Zeug gerade. Ich glaube, mittlerweile sind wir sogar auf dem. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, hier brauchen wir den uralten Schlüssel. Genau, dann müssen wir hier lang. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, das ist jetzt aber blöd gelaufen für dich, kleiner Geist. Armer kleiner Geist. Der dir in die Eier beißt. So, ich glaube, jetzt machen wir gerade einen Rundweg, oder? Ja, das ist der Rundweg. Den wollte ich euch einfach nochmal kurz zeigen, weil ich den so schön finde. Hier müssen wir lang. Genau, hier geht's lang. Da kriegen wir den Schlüssel.
Genau, hier ist der Schlüssel. Mitsamt vielen Skeletten. Boah, der wehrt sich nicht mal. Ich lasse mal Heka ein bisschen machen, der macht das schon. Wo ist ein Heka hin? Ach, da. Oh, das ist ja Heka. Entschuldigung. Hab dich für einen Untoten gehalten. Wegen der ganzen Gedärme, die aus dir raushängen. So. Ha, aber den Bosskampf überlebt. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das kriegen wir schon hin. Er macht genauso viel Blödsinn wie Peter. Ja, so ist er. Du hast einen Schlüssel gefunden. Juhu. Weiß ich es nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir hier lang müssen. Heka, geh mal weg. So, und jetzt glaube ich, jetzt können wir erstmal hier durch. Obwohl wir müssen eigentlich, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir hier oder hier. Ich glaube hier. Hier, glaube ich, geht es zum Boss hoch. Genau, es ist dieser ewig lange Weg. Und dann drück mal eh zum Interagieren. Und dann steht er da. Heka? Heka? Scheiße. Heka? Heka, wir werden... Verdammte Axt. Hallo? Der Feigling! Oh! Hallo! Verdammte Axt, Heka! Da werde ich aber jetzt ein bisschen fuchsig, du! Wo ist denn der? Ich glaube, der spinnt. Ja, gut, dann müssen wir es alleine machen, ne? Heka hat keinen Bock. Sehr schön. Hallo, Stinkenase! Ach, da ist Heka! Oh, weg! Au! Ah, haha! Heka, mein fertig. Wenn er stirbt, ist egal. Au. Na, dann nehme ich doch glatt mal einen erfrischenden Drink zu mir. Um ein bisschen was zu futtern. Heka stirbt. Tschüss, Heka. Ich kannte dich kaum, mein Guter. Dass heute ein Sklavenverschleiß sei, wie schlimm ist das? So, wir ziehen uns mal kurz, ganz kurz taktisch zurück. Ich kannte Heka kaum. Aber ich mochte ihn. Auch nicht. Ja, Peter macht genauso viel wie Heka, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass Heka nicht wirklich würdig war. So. Das einzig Blöde ist, wir müssen den jetzt alleine töten. Warte mal, ich nehme mal. Ich schnapp mir mal diese tolle Lanze hier. Ich glaube, mit der werden wir am meisten Schaden machen. Und das Ganze relativ safe spielen. Oh oh. Kurzer taktischer Rückzug. Aua! Ich sagte taktisch.
Daneben. Hopp. Hopp. Ah, Mist. Ich hab's kämpfen verlernt. Oha. Ah, noch mal kurz taktisch. Fauler Zauber. Genau das ist es. Ah, komm her. Oh shit. Ja, im engen Gang ist das echt gar nicht so schön, ne? Ja, der winkt sogar manchmal. Das ist ein ganz netter Kerl eigentlich. Eigentlich ist das ein ganz lieber. Der will einem eigentlich gar nichts Böses. Deswegen geht er auch immer so langsam. Ah, guck mal, da steht er. Hahaha, au. Ah, das Geporte, das ist lästig. So, warte mal. Volle Socke drauf, auf geht's. Fahr weg. Puh. Hat ein bisschen gezwiebelt. Ja, wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Ha! Mist. Hat er mich wieder erwischt, ne? Ha, daneben. Stinkebärli. Das ist ein grottenschlechter Kampf, ey. Mann, Bombardin, was ist da los? Das hast du schon mal besser gemacht. Vor 10 Jahren. Hallo? Hey, da bin ich, guck mal. Hier. Chibalsack-Attacke! Ah, sie ist wieder müde. Also der verprügelt mich ganz schön hier. Der Schlingel. Vielleicht soll das heulen sein. Möglich. Ja, wir müssen jetzt irgendwie mal richtig angreifen. Sonst wird das ja nie was. Alter Schwede. Ich möchte hier nicht sterben. Den Schmarrn hätte ich echt auch leichter haben können, ne? Warte mal. Ich nehme jetzt doch wieder die Dolche. Komm her. Okay, taktischer Rückzug. Oder auch nicht. Versuch was wert. Wir haben auch noch Tränke dabei, ne? Könnten hier so ein... Nutzen wir das doch mal. Erhöhter Mut ist immer gut.
Hau weg. Ah, Mist. Hat uns schon wieder erwischt. Aber jetzt ist er gleich hinüber. Jawohl. Puh. Ah. Was ein grottenschlichter Kampf. Alter Schwede. Alter Schwede, was ein schlechter Kampf. Oh, und kein Dämonenblut. Schade. Na, das hat sich ja gelohnt. Naja, ne? Ja. Ja, nu. Ja, aber wir kriegen immerhin die ganzen Sachen, die Kindern Freude machen. Nein. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben wieder einen nutzlosen Handlanger verloren. Der ist wirklich nutzlos gewesen, Heka. Also, das war ein schwacher Gastauftritt von ihm. Oh, falsche Richtung. Entschuldigung. So. Nein, ich glaube. Will ich hier runterhüpfen? Nein, möchte ich nicht. Nein. Ja, Peter. Mensch, Peter. Peter hat es ja leider erwischt. RIP. Aber wir können ja den anderen, wir können doch seinen Bruder mitnehmen. Peters Bruder hat sicherlich auch Lust. So, Hi. Bye. Mehr Sklaven verlieren als dazu zu gewinnen ist auch eine Leistung. Ach was. Die haben es alle verdient. Das ist, ich wollte nur mal ein bisschen ausmisten. Nicht mehr und nicht weniger. Manchmal muss man einfach ausmisten. Bei den Handlangern. So, raus hier. Genug Nervenkitzel. Tschüss. Tschüss. Das Schöne ist ja, wir können ja jetzt einen Friedhof bauen. Wenn wir möchten. Das ist ja das Tolle. Wir haben die Möglichkeit, Friedhöfe zu errichten. Und das werden wir selbstverständlich auch nutzen. So, jetzt aber nix wie weg hier. Ich meine, es hat auf jeden Fall sehr viel gebracht jetzt, auch wenn wir nicht das Dämonenblut bekommen haben. Wir haben natürlich erstmal die Rezepte bekommen, das ist gut. Wir haben ein Level Up bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Also was will man mehr? Ne, jetzt müssen wir uns tatsächlich ein bisschen beeilen. Hier ist ein bisschen kühl. Den Erfolg bekommen, genau. Fortschritt gemacht. Ist doch super.
doch alles prima. Also ich will mich jetzt gar nicht beschweren. Wir haben das Herz der siebten Geisel, bisschen Sternmetall, Tears of Two Races, einen Schädel. Gut, den Schlüssel, das ist klar, den haben wir ja so bekommen. Haufenweise Gold, ist auch nicht schlecht, also haufenweise, ne, so ein bisschen halt. Elefanten, warum auch immer, Elefantenhaut. Stahlbarren, also komm. Ich beschwere mich jetzt nicht. Und das alles nur für Heka, der eh nichts konnte. Der sonst nur rumgestanden wäre. Tag ein, Tag aus. Und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen hätte. Ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn doch, den Lümmel. So, habe ich meinen gehärteten Stahlpickel gar nicht dabei. Sowas. Na gut, wir nehmen noch ein bisschen Kohle mit. Habe ich, nicht den gehärteten Stahlpickel, ich meinte den acharonischen Pickel natürlich. Den habe ich scheinbar irgendwie vergessen. Oder verloren, das könnte auch sein. Oder ich sehe ihn einfach nicht, weil wir so viel Zeug dabei haben mittlerweile schon wieder. Nee, dabei haben wir nicht. Scheinbar irgendwo mal versehentlich abgelegt. Das passierte nun wieder mal. So, dann schlagen wir uns mal nach Hause durch. Und vielleicht können wir ja noch gleich die Windmill bauen. Darauf hätte ich höllisch Lust. Die würde ich echt ganz gerne errichten. Mal schauen, ob es die nächste Folge mit den Wölfen gibt. Nein. Niemals. Ich glaube, der Weg hier ist sicher. Vor Wölfen. Hoffe ich zumindest. Bitte nicht. Ach, schade. Keine Wölfe, Mensch. Ach. Ärgerlich. Ach, wie langweilig. Da muss Bombardini ja doch glatt wieder gähnen. So. Ab nach Hause. Dieser blöde Heka. Ich hasse ihn. Hasste ihn. Ich glaube, so langsam ist die Moral am Boden hier in der Basis. Es geht das Gerücht um, Bombardinia würde Leibeigene random verheizen. Ich kann euch aber sagen, das ist alles gelogen. Außerdem gibt es ab Freitag Cocktailnacht in der Basis. Um die Moral zu erhöhen. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Calamitous. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne eine Bewertung. Ihr wisst es, Support ist kein Mord. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß.